Also ich habe 2001 das erste Mal einen Kite ausprobiert. Ich war damals Windsurflehrerin an der Ostsee und hatte die ersten Kiter gesehen und dachte mir, na, ich probiere es mal. Das hat mich dann auch sofort total gefesselt und ich bin dann den Winter über nach Fuerteventura gegangen, habe ein Semester Auszeit genommen und da hat Kiten gelernt. Und dann habe ich im nächsten Jahr auch schon angefangen, die deutsche Meisterschaft mitzufahren und meinen ersten World Cup zu bestreiten. Damals war das aber alles noch ganz, ganz klein und familiär. Man hat im Kitesurfen, dadurch, dass es so ein kleiner Sport ist, keinen Trainer und keinen Manager. Man macht das quasi alles selbst. Man muss sich da schon ja, wirklich in allen Richtungen ein bisschen orientieren und sich was anlernen. Aber in erster Linie kommt es natürlich wirklich auf die Motivation drauf an, sich selbst in den Hintern zu treten und zu sagen, jetzt gehst du aufs Wasser, auch wenn es gerade mal keinen Spaß macht. Wir sind ja jetzt hier im 8. Jahr des St. Peter World Cups. Also ich denke, bis zum 10-jährigen Jubiläum wäre ich schon sehr gerne noch dabei. 2 Jahre, das ist für mich eine absehbare Zeit. Ob ich danach dann noch Lust habe und noch Spaß daran habe, durch die Weltgeschichte zu reisen, das werde ich dann sehen. Aber Nummer 10 nehme ich mir auf jeden Fall noch vor. Also noch 2 Jahre. Als ich angefangen habe zu kiten damals in 2001, da gab es noch überhaupt gar keine Sicherheitssysteme. Also es waren im Prinzip so die ersten Fluggeräte, mit denen wir da gekitet sind. Und wir waren froh, dass wir was hatten, was uns über Wasser zog. Aber es gab wirklich überhaupt gar keinen Sicherheitsaspekt. Und damals sind auch viele Unfälle passiert, leider Gottes, bis es dann wirklich so weit war, dass die Industrie gesagt hat, okay, wir müssen jetzt was tun. Und dann gab es wirklich von einem Jahr zum anderen Sicherheitssysteme, das heißt Schnellauslösesysteme, wo wir uns dann wirklich auch von einer Sekunde auf die andere von dem Kite-Material komplett lösen können. Das heißt, die Gefahr ist gebannt.